gibt so ein paar Akkordfolgen und ein paar Melodiebögen, die mich einfach nicht loslassen und an denen ich mich nicht genug abarbeiten kann. Einfach weil die mich immer und immer wieder aufs Neue total abholen. Also ich kann keine Noten lesen, ich habe keine musikalische Ausbildung, ich kann nicht sonderlich viel variieren. Ich habe immer bloß als einzige Qualitätsinstanz, ob mich es emotional berührt. Das sagt Max Rieger im Interview mit Diffus. Max Rieger ist ja einer der umtriebigsten Musiker und Produzenten im deutschen Pop abseits des Mainstream. Neben seiner Band Die Nerven produziert er viel Musik, zum Beispiel von Drangsal, Jungstötter oder Ilge Nur. Und Max Rieger hat auch noch ein eigenes Soloprojekt, das heißt All diese Gewalt. Alles ist nur Übergang heißt die neueste Single von All diese Gewalt. Und dieser Song, der berührt nicht nur Max Rieger emotional, sondern auch uns. Und vielleicht auch euch. Im Popfilter geht's heute genau darum, um diesen neuen Song von All diese Gewalt. Es ist Mittwoch, der 13. September. Ich bin Jessie Hughes. Hi. Max Rieger mischt, wie gerade schon erwähnt, in sehr vielen Projekten mit. Bei Die Nerven, da haben auch Kevin Kuhn und Julian Knoth ein Wörtchen mitzureden. Und naja, als Produzent, da stellt sich Max Rieger natürlich immer in den Dienst der Songs von anderen. Aber bei all dieser Gewalt, da kann Max Rieger tun und lassen, was er will. Das Projekt ist nur seins. Das sei auch ziemlich wichtig für ihn, sagt er mal in einem Interview. Für jemanden, der aber den Ruf hat, ewig zu hadern, ist das vermutlich Fluch und Segen zugleich. Der Körper funktioniert automatisch, gefangen im endlosen Wald. Tauche ein, das Herz hört auf zu schlagen, die Brücke verlassen, das Schiff unbemannt. Das ist Endloses Band. Der Song erscheint 2014 auf der Debüt-EP von All diese Gewalt. Darauf findet man diffuse, dronige Ambient-Flächen. Das Ganze ist jetzt aber schon eine Weile her. 2020 erscheint schon das zweite Album Andere. Und darauf klingt All diese Gewalt plötzlich viel aufgeräumter, rhythmischer und fast schon poppig. Es gibt klassische Songstrukturen und Refrains mit eingängigen Melodien. Zum Beispiel hier in diesem Song Erfolgreiche Life. Für die Songs dieses letzten Albums braucht Max Rieger 4 Jahre, weil sich seine Vorstellung von der eigenen Musik einfach ständig ändert, was man auf der Platte ja auch hört. Irgendwie passt diese Unschlüssigkeit auch zum Titel seiner neuen Platte. Die heißt Alles ist nur Übergang und erscheint im November. Aber im Vergleich zum letzten Album sei dieses Mal die Musik in kürzester Zeit aus ihm herausgespudelt. Und zwar, wie er so schön sagt, wie ein warmer Schwall Erbrochenes. Naja, klingt nicht so appetitlich, aber der Song Alles ist nur Übergang, der hört sich richtig gut an. Ich nähere mich an. Wär so gerne näher dran, aber ich komm nicht näher ran. Ich komm nicht näher ran. Was man hier hört, könnten gezupfte Geigen sein. Eine sehnsüchtige Lapsteel ist auf jeden Fall dabei. Später sogar dann auch noch Glockengeläut. Alles hier schwebt und ist gleichzeitig wahnsinnig dramatisch. Ich nähere mich an, komm nicht näher ran, singt Max Rieger. Und ich finde, mit dem Hintergrundwissen über Riegers Songwriting-Prozesse
kann man Alles ist nur Übergang als einen Metasong übers Musikmachen selbst verstehen. Mir hat erst neulich ein befreundeter Songwriter erzählt, die initiale Idee und Inspiration, die ist immer viel toller und großartiger als der Song, der am Ende dabei herauskommt. Aber trotz dieses Wissens arbeiten sich MusikerInnen ja immer wieder an ihren Songs ab. Zum Glück sage ich da aus Hörerinnenperspektive und es lebe der Übergang. Heute unser Song des Tages hier im Popfilter von All diese Gewalt. An. Wär so gerne näher dran, aber ich komm nicht näher ran. Ich komm nicht näher ran. Alles ist nur Übergang. Nur Übergang. Max Rieger alias All diese Gewalt mit Alles ist nur Übergang. Das ist nicht nur ein neuer Song von All diese Gewalt, sondern auch der Titel eines ganz neuen Albums. Und das erscheint am 10. November beim Label Glitterhouse. Das war's dann auch schon wieder für heute mit dem Popfilter. An dieser Folge beteiligt waren Anke Behlert, Benjamin Zerdani und ich, Jessie Hughes. Und ich freue mich schon auf morgen. Ciao!